mir einer vor 30 Jahren gesagt hätte, dass unsere Musik heute noch existieren würde oder so einen Zuspruch finden würde, den hätte ich stehenden Fußes nicht in die geschlossene Einzelheit eingewiesen, weil das hätte ich niemals für möglich gehalten. Liederessen ist etwas, was das kann nicht zu Ende sein. Es gibt kein Ende dafür. Das Schöne war ja damals, dass wir konnten ja machen, was wir wollten. Die Musik war im Aufbruch. Und wir haben eigentlich auf nichts Rücksicht genommen. Wir haben das erste Album 71 gemacht. Das war eine Zeit, da war ja also überall der ganz große Aufbruch. Also man jede Band versuchte etwas zu machen, was es noch nicht gab. Und deswegen war es vielleicht auch die Zeit, in der die größten Innovationen entstanden. Ja, Ende der 60er kam ja Eloy. Bis dahin haben wir nachgespielt, wie alle anderen auch hier in Deutschland, oder die meisten jedenfalls. So also viele eigene Bands und mit eigener Musik gab es noch nicht, die eigenständige Sachen machten. Es ist eine progressive Rockmusik, wo jeder seine eigene Farbe gefunden hat irgendwo. Und Eloy ist natürlich eine von den wichtigen Bands in Deutschland in dieser Richtung, die auch sehr erfolgreich waren, die sehr innovative Geschichten gemacht haben und die auch immer noch gemacht haben bis in den letzten Jahren. Es war dann eher schwieriger, sich einzuordnen, also einen Stil für sich selbst zu finden, um einfach eine eigene Identität aufzubauen. Andauernd kam eine neue Inspiration, eine besser als die davor. Und dann musste man sich selbst einordnen und sehen, also wo passt man hin, wo kann man sich selbst positionieren. Das war eigentlich die wirkliche Frage damals. Aber die Beatmusik hat ja auch gar nicht richtig Schwung gehabt. Bis Beatmusik in Deutschland überhaupt erst mal zum Thema wurde, das hat ja gedauert. Beatclub hat 65 angefangen. Halbe Stunde alle 4 Wochen. Plattenfirmen wurden auf deutschen Bands allmählich aufmerksam und wir wollten natürlich auch einen Deal haben und haben uns überlegt, ja, was können wir jetzt machen? Und innerhalb der Band gab es unterschiedliche Vorstellungen darüber, was das sein könnte. Und es hatte auch keiner eine einschlägige Erfahrung damit. Also es hat ja noch nie einer eine selbst komponierte Platte aufgenommen, sondern wir waren ja 5 Musiker, die dann zusammenkamen und versucht haben, also aus diesen unterschiedlichen, sag ich mal, Inspirationen und aus dem unterschiedlichen Background, den der hier von uns hatte, etwas zu stricken, was dann zu uns allen passte. Set me free. Sun's gonna shine.
Das war eine wunderschöne Ballade und dann hat er ab und zu auch Hymnenorgel eingesetzt. Da stand im Studio eine und dann hat er sich draufgestürzt und hat hier und da mal draufgedrückt. Aber es war eben nicht part of the sound von der Band. Wir waren also noch nicht so weit, dass wir Keyboards fest im Konzept hatten. Ne? Es war einfach bedingt dadurch, dass Erich die Band verließ. Er hat sich entschieden, einen bürgerlichen Beruf nachzugehen. Ich war eigentlich ausgezogen, um als Gitarrist Karriere zu machen. Aber es war absolut nicht drin. Wir fanden einfach keinen geeigneten Sänger, mussten weiter auftreten. Und so habe ich mich dann mehr oder weniger, ich muss es heute so sagen, geopfert. Ja, also die Leute haben mich angenommen, haben sich einfach, glaube ich, mehr akzeptiert als Erich vorher, obwohl Erich definitiv ein hervorragender Sänger war. Ich saß am Schreibtisch in der Firma und das Telefon klingelte und jemand sagte, hallo, ich bin Frank Bornemann, es gibt hier eine Band, die heißen Eloy und ich habe mir sagen lassen, du wärst ein ganz guter Trommler, du willst ja nicht mal vorbeikommen. Wir wollen eine Platte aufnehmen und dies und das und bla bla bla. Ja, habe ich gedacht, wunderbar, das guckst du dir mal an. Ja, also ich persönlich fand auch das Inside in der Gesamtdiskografie der Band eines der, glaube ich, wichtigsten Alben gewesen ist. Die Songs sind zum großen Teil im Proberaum entstanden oder es gab das noch nicht, dass man eine Vierspur zu Hause hatte oder so und da was vorbereitet hat. Dass meistens einer von den Gitarristen mit einem Riff ankam. Oder ich kann mich erinnern, wir haben zur ersten LP, die ich mitgetrommelt habe, Inside, da ist ein Song drauf, Land of Nobody. Da habe ich so ein Drumbeat vorgespielt. Einfach eine Achtel Bass dran durchlaufen, dumm, 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 so ein Tom-Riff. Duff, 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 basch, duff, 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 basch. Dann haben wir die Platte fertig gemacht. Und es sind auch mehrere Studios in diesem ganzen Komplex drin gewesen. Und dann kam der eine oder andere Tonin rein, hat sich angehört, was wir gemacht haben, Kopf geschüttelt, wieder rausgegangen. Es gab einen damals, ich sag mal zur Krautrock-Zeit, sehr bekannten Tontechniker, Conny Plank, der ist da reingekommen, rennt einmal auf und ab, guckt uns an, sagt, was ist denn das für ein Scheiß? Soll das musikalischer Zirkus sein oder was? Das sind ja überhaupt keine Songs. Ja klar waren es keine Songs. Ein Song war eine Plattenseite. Damals nur Reise durch die musikalischen Welten. Es passte in den Zeitgeist. Man konnte einfach sich fallen lassen und dieser Musik folgen. Und das hat natürlich ebenfalls was ausgelöst. Das war, glaube ich, bei jedem. Und wir haben dann irgendwann festgestellt, zu uns passt wahrscheinlich eine Synthese aus beiden. Wir waren also nicht so krawallig wie Led Zeppelin und wir waren nicht ganz so tranquil wie meinetwegen Pink Floyd. Wir waren halt etwas irgendwo in der Mitte. Also ein bisschen austoben wollten wir uns und also Energie brauchten wir mindestens ebenso wie die Atmosphären. Und deswegen haben wir uns da vermutlich auch eingependelt. Und es ging dann damit weiter, dass wir einen Verbündeten bei unserem damaligen Musikverlag hatten.
Aberbach Verlag in Hamburg. Der gute Mann kam an, hat sich das Tape angehört, ist aufgestanden und hat gesagt, Jungs, in spätestens einer Woche habe ich für euch einen Vertrag auf den Tisch liegen. Ich bin dann da, ich bin dann da, ich bin dann da. Es dauerte keine Woche, saßen wir im Auto Richtung EMI Electrola, Köln, EMI, und haben unseren ersten Deal gekriegt. So ging das los. Man hat dann einfach wirklich auch gesucht, was dann interessant sein könnte. Und Elo wurde da eben als interessant erachtet und man hat sie gesigned und wie gesagt, dann sehr erfolgreich nach und nach aufgebaut. Und so hat EMI seinerzeit bemerkt, dass wir eine ganz kontinuierliche Entwicklung genommen haben, dass wir also uns immer weiterentwickelt haben und unsere Verkäufe ständig gestiegen sind. So bekamen wir erstmal die Chance für eine zweite Platte. Mit Floating haben wir ein zweites Werk gemacht, was sehr stark geprägt war dann auch durch die vielen Live-Aktivitäten, die wir hatten. Es war ein Album, was eigentlich härter war als Inside, aber für mich war es für mich eigentlich kein wirklicher Fortschritt. Es war für mich eine Veränderung, ein Umblick auf das, was kommen soll. In den 70er Jahren konnten sich die Bands und einfach noch entwickeln. Die Plattenfirmen haben den Bands die Möglichkeit gegeben, sich von Platte zu entwickeln. Ich find, das war eben danach nicht mehr möglich. Da musste man schon froh sein, dass man überhaupt ein Album machen konnte. Dann fing das so an, dass sich die Bands dann von ihren englischen Einflüssen, englischen Vorbildern gelöst haben und eigene Sachen entwickelt haben. Can. Soul Caravan, Frumpy, Atlantis und dann eben Bands auch wie Eloy. Also wie das heute ist, so war es damals nicht. Da gab es die Rockmusik, die war englisch, ja, die wurde auch international gesehen und da war man dabei oder nicht. I'm sitting here in my empty cell. It's dark and red and dim. They throw me crusts to eat. Bring water from the well. I was playing my part in this dreadful war when someone ran me through. They bound me up in chains, and that's the last I knew. The gods are watching day and night, and they observe each move I make. I wonder if they let me out alive. I know there's no way. Wir wünschten uns, ganz nach vorne zu kommen. Und das haben wir gehofft, dass wir das mit einem Werk schaffen können, was nun ein ganz neuer Maßstab setzt. Das wollten wir eigentlich erreichen. So wie ich es in Erinnerung habe, ist das Feeling eigentlich zu Power & Passion Zeiten recht gut gewesen. Eben wegen Songs wie Mutiny und so weiter, was in Richtung war, wo wir gesagt haben, das ist geil, das ist,
dahin wird es gehen, das ist der neue Weg oder der neue alte Weg, auf Inside bezogen? Wir waren die ganze Zeit immer eine Gemeinschaft, in der jeder seinen Platz eingenommen hat. Natürlich wurde ich zunehmend zu demjenigen, der die Inhalte prägte, klar. Und bei Power and the Passion habe ich eben eine Geschichte zum Anlass genommen, die am Ende eigentlich in der Aussage verdeutlichen soll, wohin oder inwieweit sich die Gesellschaft und das Verhalten der Menschen eigentlich verändert hat. Power and the Passion hat aber eine enorme Akzeptanz bekommen und eigentlich genau das für mich erreicht, was ich auch erreichen wollte, was ich mir eigentlich immer gewünscht habe, dass es so viel Identifikation gibt mit der Band und mit dem, was wir in unseren Aussagen transportieren. Den Eindruck hatte ich durchaus. Aber es kam dann halt, wie gesagt, durch widrige Umstände, dadurch, dass wir jung waren, eine Umschreibung für vieles, eben dann dazu, dass irgendwo der Punkt kam, dass es nicht mehr weitergeht. Also die Band war nach wie vor tight zusammen, sie fühlte zusammen, aber sie agierte nicht mehr zusammen, also außerhalb der Bühnensituation. Wir hatten dann immer mehr Meinungsverschiedenheiten, Schwierigkeiten. Es ging weniger um inhaltliche und musikalische Dinge, den Eindruck hatte ich überhaupt nicht. Und Manfred Wietzorke bekam das Angebot von Jane. Ja, und wir hatten einfach alle irgendwie dann zu guter Letzt die Nase voll und sind erstmal in alle Richtungen auseinandergerannt. Also mich hat das sehr betroffen gemacht. Ich habe also, muss ich heute sagen, sehr stark darunter gelitten, dass diese Band auseinandergegangen ist. Also es war für mich die Chance, die Band neu aufzubauen einfach. Und ich habe dann natürlich diesen Vertrauensbonus genutzt. Man wollte die Loi weiterführen und wollte da was Eigenständiges bringen. Und das war eben die Herausforderung. Ne? Da wir nun überhaupt nicht weiterkamen mit dem Schlagzeuger und die Verzweiflung mit jeder Probe größer wurde, hat Matze dann vorgeschlagen, du, ich kenne da einen, mit dem habe ich schon mal was gemacht, Jürgen Rosenthal.
der sieht aus wie ein Indianer, aber spielt gut Schlagzeug. Und dann kam er auch und sah wirklich aus wie Winnetous Bruder, aber er spielte hervorragend und machte genau das, was wir wollten. Im April 76 saßen dann plötzlich Matze und Frank bei mir in meiner Opiumhöhle und haben mir das Angebot gemacht, bei Eloy einzusteigen, die zweite Formation zu besetzen. Und ich war sofort begeistert, weil ich auch die Möglichkeiten hatte, Texte zu schreiben und weil mir die Musik mit Keyboards und Melotronen und diesen Geschichten sofort hat mich das angesprungen. Ja. Ich glaube, Frank hatte mit Detlef schon Gespräche geführt gehabt. Detlef war, glaube ich, schon akquiriert. Es war kein gelernter Pianist oder so, aber er hat ein gutes Gefühl für Musik gehabt und auch so für Klänge. Und dann hat Detlef das mal probiert und das klappte sehr gut. Und dann haben wir ein halbes Jahr Vorbereitung gehabt und dann ging es ins Studio nach Köln, gleich die erste Scheibe zu machen. Phase ging bis in die Studioaufnahme rein. Es gibt Stücke, die haben wir im Studio letztendlich eingespielt. Also manche Aufnahme war einfach eine Studio-Session, wo das Band mitgelaufen ist. Ne? War eine Zitterpartie für uns zum Schluss. Ja, und dann fehlten auch noch 10 Minuten Musikmaterial. Und dann haben wir in der letzten und vorletzten Nacht ich habe das in einem Interview erwähnt, 2 Kilometer über ein Studio geschwebt und haben einfach Sessions gemacht. Das Material ist mehr oder weniger live so dann auf der Platte gelandet. Eloy, sehr reizvoll für mich immer gewesen bei den Produktionen, dass man diese Möglichkeiten, künstlerische Möglichkeiten hatte, etwas in einem geschmacklich gesehen, sehr dichten Rahmen zu entwickeln. Wir haben einen Kassettenrekorder angeschmissen, haben die Musik im Hintergrund ablaufen lassen und ich habe ihm die Streicher buchstäblich vorgesungen. Ja. Das war eine spannende Sache, wie dann da die ganzen Daddys sitzen und zu unserer Musik fielen. Klar. Ich saß in der Regie und kriegte eine Gänsehaut nach der anderen, als ich hörte, was sich da abspielt. Und hatte natürlich die eigenen Kompositionen noch nie mit einem wirklichen Orchester gehört. Das war für mich etwas eine völlig neue Erfahrung. This day be grey, so take my advice and wait for the dawn. Wait for the rise of light. Place in space to rest and stay. You've got to chase the rising sun. Dawn ist für mich das intensivste Eloy-Album überhaupt, weil man spürt einfach, was dahinter steckt, welche Tiefe das hat. Welche Emotionen das hervorruft beim Hörer, ganz enorm.
preacher, my worship king, king of wisdom and pain. You're the universal sin. Ocean ist entstanden in einem stinkigen, verrotteten Bunker in Finnhorst. Die Atmosphäre war schon eher bedrückend, aber wir haben uns da zusammengerissen und den Großteil von Ocean in diesem Bunker letztendlich konzipiert. Also rückblickend würde ich sagen, es war also der Augenblick, wo jeder richtig zeigen konnte, was er drauf hat. Und das ist bei Ocean dann auch passiert. Ich weiß, dass ich unter enormem Erfolgsdruck stand. Ich als Soundmacher, auch Ideen, das ist alles zusammen. I'm a perfect hero. Das war also das schwierigste Album für mich produktionstechnisch, weil es war nichts an Texten fertig, als wir ins Studio gingen. Es war auch noch kein Konzept fertig. Als wir dann im Studio waren und die Musik fast fertig hatten, waren die Texte ja immer noch nicht fertig. Also Jürgen, ich bekam sie mit gerade getrockneter Tinte gebracht und musste sie dann hinter dem Mikrofon singen. Und es war natürlich schwierig für Frank mit meinen zum Teil halsbrecherischen Sätzen. Ich habe da auch noch nicht sehr auf Zeilenlänge, Phonetik und so weiter geachtet und Rhythmik auch nicht. Es war schwierig für ihn, das sehe ich völlig ein. Ja. Und ich stand manches Mal da vor dem Mikrofon und dachte mir, mein Gott, wie soll ich denn das in diesen einen Satz reinquetschen, was der da alles hingeschrieben hat? Und wo soll dann noch die Melodie bleiben? Also es war eher ein Album, was mich, was die Vocalarbeit anbelangt, stark angestrengt hat. Und so haben wir wie bei Dawn auch bei Ocean so den letzten Schliff im Studio gemacht. Teilweise manche Stücke noch zu Ende komponiert. Und viele Texte sind auch wirklich nass zum Singen gekommen. Also es war schon, ist schon spannend gewesen. Ne? Also jeder hatte irgendwie bei dem Ocean-Album, was das Instrumentale angeht, etwas angeschleppt, was, ja, was sehr charaktervoll war, fand ich. Also ob das jetzt das Bassspiel von Matze war, weil wir also da besser gespielt hat, die ja nie wieder in dieser Form gemacht hat. Wir haben perfekt miteinander gearbeitet. Perfekt. Ich konnte ganz klar den Jungs, auch wenn Frank dabei war, ich glaube, wir haben so ein Gespräch gehabt, ganz klar sagen, hey Leute, wir wollen doch Erfolg haben. Wir wollten einfach einen Schritt schaffen, nochmal einen Schritt schaffen. Und irgendwann kriegte ich den Geistesblitz, das Ganze Ocean zu nennen, weil das Leben kommt aus dem Ozean. Weise ist dann dieses Album entstanden. Das ging bis zum Cover hin, wo es ja auch darum ging, etwas zu präsentieren, was es bis dahin nicht gab. Und wir sind dann auf Vortex Zero Mark gestoßen. Den hat Matze ausfindig gemacht über die Kreativabteilung damals, diese Covergestaltungsabteilung der EMI, die also viele Kontakte in ganz Europa hatten zu Künstlern, und Zero Marks Bild wurde gesehen und wir haben gesagt, das ist es.
denke, das ist ein ausgesprochenes Konzeptwerk, ein Gemeinschaftswerk, das, was in der Band entstanden ist. Und es ist ganz einzigartig, weil zum einen die Musik sehr stark fließt, zum anderen aber auch natürlich das ganze Konzept irgendwo da zum Ausdruck kommt. Und ich denke, die ganze Umsetzung, ja, die ist total gut gelungen. Ja, also man muss sagen, dass die Spät-70er Jahre eigentlich die intensivste Phase der Materialschlachten waren, die, wenn es um Live-Konzerte ging. Frank war da immer ganz vorne und das war wichtig. Frank hat auch für vernünftige Beleuchtung gesorgt, Frank hat den Laser angeschoben, die Spiegelkugel und alles, was uns ganz nach vorne gebracht hat. Ja. Ganz modern war in der Zeit natürlich der Laser. Nicht? Der Laser war erfunden und konnte allerdings immer nur diesen einen grünen Strahl von sich geben und das erschien mir ein bisschen schlicht. Also haben wir natürlich dann damals auch mit Projektionen gearbeitet, das haben wir bei Dawn übrigens auch schon gemacht. Was dann schlussbar rauskam, war ein abenteuerliches Szenarium aus Laserspielereien und Projektionen, die dann im Hintergrund stattfanden. Haben die Band ja oftmals mit ganz anderen Augen gesehen und gar nicht so wohlwollend, wie wir alle wissen, sondern wir waren ja die ganz ungeliebte Erfolgsband in Deutschland. Die haben uns einfach nur wegen unseres Erfolges gehasst. Deutschland hat mal gesagt, okay, bis zu einem gewissen Level lassen wir das zu und dann hauen wir oben drauf. Ne? Dieser Unterschied, auf der Bühne wirst du gefeiert und in der Presse wirst du zerschmettert, das ist schon Hammer. Rosenthal wurde wahrscheinlich eher für einen Freimaurer gehalten und ich dann für den Gnostiker. Das passt sehr großartig zusammen, dachte ich mir. Also wir hätten uns schon ein bisschen mehr Fairness gewünscht in der Zeit. Silent Quice in Mighty Echoes war es genau das, was wir wollten.
Das war ein griffigeres Album, auch für die anderen Bandmitglieder. Ja. Wir sind nach in die Normandie gefahren, hatten dort ein Landhaus und haben dort Silent Cries und Mighty Echo vorbereitet. Das Ganze ist für mich auch ein bisschen rockiger geworden. So in die Richtung wollte ich sowieso mit der Band weiter. Wir dachten mal so eine Abgeschiedenheit, ein bisschen Natur, ein bisschen Ocean drumherum. Kann uns inspirieren. Hat's auch, ganz eindeutig. Aber es hat natürlich auch gezeigt, dass vier Typen in so einem einsamen Haus, dass die schon Probleme haben können. Ne? Sehr mühsam kriegten wir das Material zusammen, was ich persönlich für sehr gut hielt. Aber es war wirklich mühsam erkämpft. George war im Studio schon wie so ein Bandmitglied. Also der hat schon wirklich auch Ideen mit reingebracht, was man an sich von einem guten Tonmeister auch letztendlich heutzutage erwartet. Aber George war schon wie so ein Teil der Familie. Es war für uns alle sehr wichtig, dass wir viel Spaß dabei haben, auch musikalisch das Gefühl haben, dass das fließt, das ist gut. Und das ist die Aufgabe des Produzenten, den Überblick zu behalten, ne? Und zu sagen, die Musik ist das Ganze und da muss der ein oder andere Mann einen Schritt zurück machen. Wenn der Erfolg da ist, dann fängt es an zu knistern im Gebälk. Also eine Spannung hatten wir bei jeder Produktion und heute im Nachhinein sehe ich das als sehr kreativ und fruchtbaren Effekt. Ja? Weil wenn wir friedevolle Eierkuchen gehabt hätten, dann wären verschiedene Ecken und Kanten dabei nicht rausgekommen und die machen die ganze Sache eigentlich für mich sehr viel spannender. Aber man hat da schon gemerkt, dass in der Band, wenn man sagen, von der Chemie her, so ein bisschen sich was auseinanderentwickelt hat. Dass da so irgendwie so ein paar Tropfen Gift reingekommen sind, von welcher Seite auch immer. Da kann man ja auch keinem eine Schuld geben. Ne? Es war wirklich klar, dass wir uns inhaltlich richtig stritten. Ich will nicht sagen persönlich, so weit würde ich nicht gehen, aber inhaltlich wurde es schon heftig mitunter. Und es war dann besser, ins Studio zu gehen und das zu machen, was wir gemeinsam aufgebaut und erreicht hatten und uns darüber nicht mehr streiten würden. Aber weißt du, wenn du mit Musikern arbeitest, mit so einer Band, nach dem zweiten, dritten Album wissen die alles besser als du, irgendwann. Ich möchte schon sagen, dass wir George Nedelcev verschlissen haben, mehr oder weniger im Studio. Ne? Weil das ist, also wir haben uns gerieben, wir haben uns mit ihm gerieben. Und klar, das ist ja wirklich, da spielen ja viel Emotionen rein. Und also ich glaube, George war danach urlaubsreif. Ich wollte einfach mehr Entertainment und das hatte ich mir gewünscht und kam dann auf die Idee zu sagen, okay, lass uns einen Gitarristen hinzunehmen, der mich da entlastet und hat der Hannes vorgeschlagen. Er musste nicht alles alleine spielen, sondern die konnten sich das aufteilen und man konnte zusätzlich noch gewisse Riffs bringen oder Zweistimmigkeiten und so weiter. Also ich bin in eine Band eingestiegen, von der ich gedacht habe, wow, die stehen da. Mir gefällt das, da sagt mir was, da fühle ich mich berufen, da einzusteigen. Und dann war es auch schon wieder vorbei. Du kannst Leute, die gehen wollen, nicht halten, ne? Das ist so. Und in dieser Beziehung, würde ich mal sagen, war Jürgen der erste Kandidat, Wackelkandidat, und dann folgte der Detlef. Und irgendwann schaukelte sich das so hoch,
dass es dann zwischen Frank und mir zum Knall kam, weil irgendwie ging es um die Führung in der Band. Ja, und da mir klar war, dass Eloy sein Baby ist, war auch klar, dass ich die Band verlassen muss und da nicht weiter rumstören darf. Es endete dann damit, dass wir nach Silent Christ und Mighty Echoes mal wieder auseinandergingen. Ja, es war also nicht hinzubekommen, da einen Konsens herzustellen. Und es polarisierte dann schließlich dahingehend, dass wir also in zwei Blöcke zerfielen in dieser Band. Ich könnte mir heute noch ins Knie beißen, dass ich das so einfach habe sausen lassen. Klar. Ich denke, dass die Art von Gitarre, wie ich sie in die Band reingebracht habe, einfach ein ganz neues Element war in der Band. Und das kam bei Colors einfach zum Vorschein. Aber Colors, das war ein Schnitt. Und es gab, ja, wir haben ein neues Studio, wir haben einen anderen Tonmeister gehabt, es war alles neu, wir haben neue Musiker gehabt. Und die Einzigen, die eben noch aus der alten Ära stammten, waren eben Frank und ich. Das war dann eben ein Album, wo wir uns dann von dieser ganzen Konzeptsache wieder etwas gelöst hatten und sagten, okay, wir müssen ja nicht jedes Mal ein Mammutwerk hinlegen, sondern jetzt nehmen wir einfach mal Songs auf, die uns gefallen. Ja, dann haben wir Hannes Vollwert gefunden, über Hannes Arkona übrigens. Die beiden waren befreundet und die beiden Keyboarder vor Hannes waren beide, ja, sie waren beide Gitarristen. Zum ersten Mal kam ein richtiger Pianist in die Band. Wir haben sehr straight gearbeitet. Wir haben sehr straight und sehr hart auch gearbeitet in der Zeit. Er musste vom Pianospielenden, vorwiegend pianistisch agierenden Keyboarder zu einem elektronischen, ja, multifunktionalen Soundgestalter werden, und das war eine Rolle, die Hannes erst reinfinden musste. Weil die haben ja im Prinzip drei Töne auf einer Orgel gespielt mit einer Inbrunst, die ich mir vorher gar nicht vorstellen konnte. Und Hannes ist jemand, der mit Fingerfertigkeit wirklich als Pianist dahergekommen ist. Die einfachen Strukturen, eine Harmonie zu halten und die zu halten, eine ganze Weile zu halten und das einfach mal wirken zu lassen, das war völlig neu für mich, das kannte ich überhaupt nicht. Weil Pausen gab es nicht. Wenn wir uns
fürs Fernsehen visualisiert haben, um es mal so auszudrücken, dann sind wir meist in Live-Sendungen gegangen. Also bei Klaus Schulze haben wir uns dann da oben abgemüht in seinem Studio und haben uns da vor die Kamera gehängt und einfach Silhouette und ich glaube Illumination war es ja, gespielt und sind damit zu unserer Plattenfirma gekommen, die natürlich mit diesen Bildern herzlich wenig anfangen konnte. Es gab ganz neue Ideen, die wir eben vorher nicht hatten, eben auch, da gab es eben neue Einflüsse von neuen Musikern. Zwischendurch machten wir dann eben diesen Song Wings of Vision, der also ganz gezielt auf Charts getrimmt war. Das hat mir persönlich nicht gerade sehr gefallen, gebe ich ganz offen zu. Natürlich wollten wir Umsätze machen, natürlich wollten wir uns verkaufen, wir wollten eine Fangemeinde wachsen sehen und ja, aber nicht um jeden Preis. Das war ein Spagat zwischen dem, was davor war, und dem, von dem wir noch nicht wussten, wo es hingeht. Ich denke auch, dass Frank immer darauf geachtet hat, dass wir stilistisch nicht vom Weg abkommen. Das ist ein Entwicklungsprozess, ganz einfach, bis wir da im Prinzip unseren gemeinsamen Stil auch gefunden haben. Wir haben in Arbeitsgruppen gearbeitet und sehr effektiv gearbeitet. Also ich vermisse heute manches Mal diese professionelle Zusammenarbeit in anderen Bands, mit denen ich später noch zusammengearbeitet habe, wie gut das funktioniert hat. Also dass man in kleineren Gruppen die Vorbereitung gemacht hat im Grunde und dass die Rhythmusgruppe später dazu kam und dass wir dann gemeinsam probiert haben, ob das so geht oder ob das so nicht geht, und haben dann im Prinzip das Ganze systematisch ausgearbeitet. Die Songs sind oft so entstanden, dass es einfach ein Stück Musik gab, einen geilen Turn, einen Loop oder irgendwie sowas. Und dann hat man gesehen, kommt Frank irgendwie da drauf, hat er dazu eine Idee? Und wenn ja, dann war es eigentlich klar, dass sich daraus auch dann letztendlich ein fertiges Stück entwickelt. Planets sollte das alles anders werden. Ich hatte die Vorstellung, wieder zu Konzepten zurückzukommen, zu größeren Themen. Wir wollten unsere Identität behalten und haben das schon bewusst gemacht und sagten, okay, jetzt ist mal wieder irgendwie ein Konzeptalbum angesagt. Ja, und musikalisch ging es, glaube ich, sehr stark wieder zurück zu dem, was wir vorher gemacht hatten. Es war eine Menge Material, aber es war ja ursprünglich auch mal als Doppelalbum geplant. Ne? Dann kam der Kompromissvorschlag von der Plattenfirma, der macht doch in kurzer Folge einfach zwei Alben. Ne? Part 1 und Part 2 oder irgend sowas. Musik
glaube, zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der Band haben wir uns von einem Schlagzeuger getrennt und er nicht von uns. Und wir standen erstmal zunächst ohne Drummer da, mitten in der Produktion und haben uns dann entschieden, jemanden zu fragen, der schon mal bewiesen hat, dass er gut in die Band passt. Und sind dann wieder an Fritz Randow herangetreten und haben ihn gefragt, ob er nicht wieder zurückkommen möchte. Ich würde gerne mitmachen, aber im Klartext, wenn hier der Stockfeld klingelt, die Mark, werde für alles bezahlt. Bin nicht beteiligt, ich will bezahlter Musiker sein. Dann haben wir nie wieder Stress über mit irgendwelchen Finanzdebatten oder irgendwelchen Transaktionen, die du meinst starten zu müssen, die mir nicht passen. Ist mir dann alles egal. Also Fritz war genau der richtige Drummer für uns. Der hat auch jeden Tag da seine 8 Stunden da trainiert und hat hart gearbeitet in der Sache. Also der war genau der richtige für uns. Trotz allem denke ich, dass die Voraussetzungen dazu da waren, im Prinzip Großes zu leisten. Wir sind keine Single-Band, aber in Gottes Namen. Und so ist dann dieses Time to Turn entstanden. Ich glaube, für die Komposition habe ich maximal 5 Minuten aufgewandt. Ich kam nach Hause, habe eine Gitarre von der Wand genommen und habe diese Grundstruktur mehr oder weniger gehabt. Wir wollten schon auch radiotaugliche Stücke machen, weil wir natürlich wussten, man muss auch mal im Radio gespielt werden. Dass wir einen Hit landen würden, daran habe ich ehrlich gesagt persönlich nie geglaubt. Und dass das nur mit Time to Turn gelingen sollte, war mir schon fast suspekt. Aber trotzdem wollte ich etwas machen, was anders ist. Also deswegen kam ich auf die Idee, den Refrain gar nicht selbst zu singen, sondern die diesmal von einem Chor singen zu lassen. Und so kam dann das mit, dass die Mädels da diese Refrainzeile gebracht haben. Das hat aber so gut funktioniert, dass dann diesmal tatsächlich das Radio reagiert hat und wir mit diesem Song erstaunlicherweise bis Platz 2 in der WDR Single-Hit-Parade gelandet sind. Die Band war sehr gut eingespielt. Ja, wir waren, also uns konntest du zu jeder Tages- und Nachtzeit eigentlich auf die Bühne stellen und wir hätten unser Zeug drauf gehabt, sofort. Aber so eingespielt war die Band immer erst so nach 5 Konzerten. Und da hätte man sich anfangen müssen. Das heißt, wenn immer man auf Tour geht, sollte man mehr als 5 Konzerte machen. Matze ist ein Thema für sich. Also erstmal ist er ein total netter Kerl, ganz geradliniger Bursche. Und von daher gesehen war es eigentlich recht angenehm, weil er auch ein wichtiges Bindeglied teilweise zwischen Frank und der Band war. Wenn Frank sich unverstanden gefühlt hat oder wenn die Band gesagt hat, oh, Frank nervt wieder rum, was ist denn da los und was hat er denn wieder und so. Und die beiden waren ja eigentlich auch so, ja man kann schon sagen, das Führungsteam. Das war auch in Ordnung so. Nach Time to Turn, was eigentlich ein erfolgreiches, sehr erfolgreiches Album für uns war, erfolgreicher sogar als der erste Part Planet, muss ich zugeben, dass ich persönlich damals ein bisschen das Gefühl hatte, Mensch, ich fühlte mich ein bisschen ausgebrannt, hatte mich ziemlich verausgabt an der Nummer. Und nun wirklich, wir haben alle überlegt, wo gehen wir jetzt hin? Und in Deutschland tobte die deutsche Welle, ja, und in England regierte der Punk. Und wir passten eigentlich in diese Bewegung eigentlich gar nicht hinein. Wir waren da eher anachronistisch und also eher ein Fremdkörper. In der Band wurde das ähnlich gesehen und einige waren der Meinung, wir hätten uns da anzupassen. Performance ist wohl das Album, an dem sich die Geister am meisten streiten.
es war halt ein Versuch, ein bisschen zeitgemäßer, ein bisschen moderner das Ganze zu gestalten. Also das Album ist nicht grundsätzlich nur schlecht, aber es ist auch nicht das, was man von uns damals erwartet hat. Also es ist ein reines Ego-Ding, also was mich betrifft. Ne? Ich weiß gar nicht, warum die anderen da überhaupt mitgemacht haben. Die einen finden es super toll, die anderen lehnen es völlig ab. Ich habe irgendwie völlig übersehen, dass das irgendwie am Thema vorbeigeht, die ganze Geschichte. Ich finde Performance unterbewertet, aber ganz subjektiv. Französische EMI auch und die haben natürlich auch versucht, das Produkt in Frankreich zu platzieren. Wir sind dann also, als wir in Paris spielten, das war glaube ich 1983, fanden die Franzosen uns wohl so attraktiv, dass sie der Meinung waren, sie müssen das aufzeichnen für eine Sendung, das ist Echo de Banane. Und das war denn so, dass wir alles live spielen mussten, da gab's, war natürlich nicht im Spiel. From standing on the scaring in the street fights, vagaries of. Ich persönlich finde das Album, es ist zu kühl geraten. Es ist etwas zu kühl geraten. Ich denke, es spiegelt die Stimmung der Band wider. Man sagt ja, dass die Performance eher ein bisschen kühler ist. Und diese leicht kühle Atmosphäre habe ich auch bei allen Auftritten, die wir mit Performance gemacht haben, im Nachhinein gesehen. Also was mich betrifft, da habe ich irgendwo so diese Selbstverwirklichung irgendwo gesucht. Ne? Weil diese ganzen vielen Ideen, die ich hatte, die ich ziemlich gut fand, aber die im Grunde eigentlich nicht so richtig passten. So. Die habe ich versucht umzusetzen. Und ich glaube, das liegt auch wieder an der Zeit, ne? Dass man gemerkt hat, okay, es gibt so viele neue Einflüsse an Musik, gerade in den 80er Jahren, die man natürlich aufnimmt und man hat das Gefühl, man muss irgendwas davon auch einbringen, was man so hört. Und man kann ja nicht alles ablehnen und anrufen und sagen, nee, wir machen das einzig Richtige. Also ich muss ganz offen sagen, dass wir uns kreativ damals ganz schön aufgerieben haben an dieser Geschichte und es ging nur darum, weiterzumachen.
wir hatten eigentlich vor, mit diesem Album nochmal wirklich, wirklich eine Messlatte zu setzen. Und wir hatten auch vor, mit diesem Album die richtigen Konsequenzen aus den Erfahrungen der Vergangenheit zu ziehen. Wir haben wirklich vieles wiederholt, vieles nochmal gemacht, wieder geändert, nochmal weggeschmissen, nochmal umgemischt, was rausgenommen, was anderes, ein anderes Element dazu und hin und her, also sehr intensiv dran gearbeitet. Frank ist natürlich auch, gerade wenn es im Studio ist und produzieren, er ist dann nicht der Einfachste, muss man sozusagen, weil er sehr pingelig ist und sehr hart arbeitet und das geht irgendwie auf Dauer dem einen und anderen furchtbar auf den Keks. Aber wir haben trotzdem nicht, fände ich, unsere atmosphärische Seite verloren und die kam auf diesem Album wieder deutlich zurück und das war mir eigentlich sehr wichtig. Wir haben uns viel gestritten auch, aber das war sicherlich auch belebend für die ganze Musik. Am Ende war das eben ein Album, also das alle offenbar doch sehr angestrengt hat, obwohl ich mit dem Ergebnis unterm Strich eigentlich recht zufrieden war und dachte, jetzt haben wir die richtige Synthese gefunden aus der Vergangenheit, aus dem, was wir neu hinzugewonnen haben. So entstand dann ein Album, wo ich den Eindruck hatte, ja, das ist wieder geschlossen. Das könnte auch dort greifen, wo wir jetzt seit neuestem mehr Erfolg hatten, nämlich in England. Wir haben dann also eine Einladung bekommen von BBC in London, also von Radio One. Die wollten die Band live aufnehmen beim Konzert und auch präsentieren, was ich als eine Riesenehre empfunden hatte. Wir sind alle in der Zeit aufgewachsen. Solange ich denken kann, habe ich vom Marquee Club gehört. Das Erste, was ich über London und Musikszene gehört habe, war Marquee Club. Legendär. Wer da alles gespielt hat und so weiter und so fort. So, jetzt durfte ich endlich mal in den Marquee Club. War für mich das Größte. Da waren sie alle irgendwann mal. Und ja, es ist einfach ein gutes Gefühl, sich damit einzureihen in so einem Club. Und die Band war auch in einer Bombenform an dem Abend. Gott sei Dank waren wir da wieder eine richtige Einheit. Und vielleicht auch, weil dieses motivierende Element, Marquee Club, englisches Publikum, ausverkauft, volle Hütte, da war die Band nochmal richtig, da brannte die Band. Das war eine Explosion an dem Abend. Also wir waren bestens drauf und wir haben zwei Tage gespielt, die Bude war am ersten Abend ausverkauft, die Hütte voll und das Volk ging ab wie die Feuerwehr. Ich habe gedacht, was denn hier los? Das ist ja irre irgendwie, ist ja prima, ne? Als wir diese Konzerte zu Ende hatten und kamen wieder nach Deutschland, hatten wir trotzdem wieder diese betroffenen Gefühle für unsere musikalische Gemeinsamkeit, die einfach nicht so recht halten wollte. Und man merkte auch, dass das wie Band, die war irgendwie leer, die war ausgepowert. Das war mein Eindruck. Also das wäre irgendwie, war das nochmal ein Aufflackern, aber danach hatte ich das Gefühl, die Band ist einfach fertig. Miteinander. Das Ganze hat sich zunehmend in zwei Lager gespalten. Das eine Lager war Frank und das andere Lager war die Band. Ich meine, ich hätte es besser gefunden, wir hätten nicht im Marquee Club gespielt und wir hätten noch ein paar Jahre mit Eloy noch ein paar tolle Alben gemacht. Also hätten wir noch weit gemacht, ich würde mal sagen, das übernächste Album, dann hätten wir so irgendwie so einen Meilenstein machen können. Nochmal sowas, wie es dann in den 70ern und die Ocean war. Dann mittlerweile hatten wir 1985. Und hatten dann beschlossen, also wir geben es mal bei. Die Bandgeschichte ist bekannt, aber es hat letztlich ja nie in bösen Tönen irgendwie geendet. Man hat sich ja nicht wirklich im Streit getrennt oder so. Naja, und dann eben, wie gesagt, dieses Album, was wir dann eben mit den alten Mitgliedern dann noch gemacht haben, dieses Rockballett, das war einfach eine nette Erfahrung und dient jetzt auch zur Abnabe. Ne? Alles in einem Lauf,
ganze Band ist auseinandergegangen und ich stand alleine da und war mir auch keineswegs schon darüber klar, ob ich Eloy noch weitermache oder nicht. Zunächst mal habe ich das auch weggelegt. Ich habe dann per Zufall Michael Gerlach getroffen. Er wollte erst auch mal nicht dieses Band-Ding machen. Das war gar nicht in seinem Kopf, er wollte ein Eloy-Album machen. Aber war so ein bisschen, glaube ich, bandgeschädigt. Kam mir jedenfalls damals so vor. Also wir haben Ra aufgenommen und Michael sagte damals, Mensch, das klingt doch alles nach Eloy. Also was sollen wir jetzt machen? Und dann haben wir gesagt, ja, es ist Eloy. Wir sind es eben jetzt gerade. Herbst und September, kann ich mich genau daran erinnern. Also haben wir die Songs entwickelt. Und 86, kann ich mich noch daran erinnern, waren wir schon im Studio. Es gab inzwischen eine neue Technologie, die uns erlaubte, also Songlayouts oder Werke-Layouts, wir haben ja immer längere Sachen gehabt, sehr einfach im Computer vorzubereiten. Es war ein 80er-Album und da war von den Hörgewohnheiten, denke ich, war es für viele Leute okay. Ja, und so ist ein Album entstanden, was also vom Songmaterial ich rückblickend nach wie vor sehr gut finde. Man kann über den Sound streiten. Ja, natürlich ist das noch ein etwas anderer Eindruck, als wenn die ganze Band richtig zusammenwirkt. Aber es hat uns Motivation gegeben, weiterzumachen. Ich habe auch Frank irgendwann hin und wieder mal getroffen, keine Frage. Und er hat auch erzählt und auch geschwärmt von seinem neuen Projekt und das piekst auch ein bisschen, muss ich sagen. Ne? Als dann Ra wieder in die Charts kam, waren wir natürlich so überrascht von diesem Ergebnis. Damit konnte man nicht rechnen, also nach der langen Pause. Ja, 4 Jahre gab es ja nichts. Wir konnten wieder live spielen, denn wir haben ja keine Band gehabt. Wir waren nicht einmal in der Lage, sofort ein Folgealbum zu machen, weil jeder von uns Produktionsverpflichtungen hatte. Und so hat es dann natürlich nochmal wieder 4 Jahre gedauert, ehe dann das nächste Album kam. Destination war dann wieder so eins von den Alben, wo man spürt, dass da wieder so eine leichte Experimentierphase eingebrochen war.
war eben halt so ein zentraler Punkt in Deutschland, was Metal angeht. Und da lief für eine Produktion nach der anderen. Und da war Frank damals so ein bisschen orientiert, in eine härtere Schiene zu gehen. Und hinzu kommt, dass du eben der ganze Background mancher Songs doch schon extrem, ich würde sagen, hardrockig geprägt war, um es mal etwas höflicher einzufassen, als das einer Band wie Eloy vielleicht zu Gesicht gestanden hätte. Ich wollte schon immer Harmoniegesänge machen, das habe ich bei Ra bereits gemacht und bei Destination wollte ich das nochmal machen und noch viel exzessiver betreiben und habe dabei völlig übersehen, dass es eigentlich wichtiger ist, dass man den Charakter seiner Stimme hervorhebt, anstatt in Satzgesängen sich zu erschöpfen, was ich da massenhaft getan habe. Aber trotzdem haben wir ein sehr, sehr gutes Album einfach gemacht, was da irgendwie ja so einen eigenen Flair hatte. Das war irgendwie was ganz anderes, ja. War schon interessant. Aber im Grunde war es sehr metal geprägt, Destination. Wir machten eine Platte, die nicht weiter auffiel, sich gut verkaufte und Eloy gab's noch. Das war's. Zeit vergangen und man hat sich hin und wieder mal getroffen und nicht nur um Lizenzen abzuholen, sondern eben auch mal zu sprechen. Und dann kam Frank eben auf mich zu, also wir wollen Chronicles machen und hast du Lust, dies ein und andere da mitzuwirken, weil es musste ja einiges nochmal neu recorded werden. Und das hat wieder riesen Spaß gemacht. Ne? Und da war für Frank klar, ja, mit Matze, den müssen wir irgendwie integrieren, das was ich auch gut fand. Und Matze hat eben auch einen sehr eigenen und unverwechselbaren Stil. Und das ist eben auch Eloy. Nachdem wir dann die Chronicles gemacht hatten und zum ersten Mal wieder mal als Band zusammen waren und gemerkt haben, was uns damals ausgemacht hat, da sind die Unterschiede aufgefallen zu den Werken, die wir davor gemacht haben. Also vor allem muss ich sagen, die Chronicles-Alben, das war für mich so eine zweite Initialzündung, was Eloy angeht. Also Tides Return Forever war für mich das erste Eloy-Album wieder, was ganz dicht an dem alten Spirit war. Das war ein ganz wichtiges Album, weil da haben wir wirklich zum ersten Mal wirklich authentisch geklungen. Also deswegen, Eloy war eine stets immer sehr intensive Band, die geprägt war von Individualisten. Also gut, ich war sowas wie der Regisseur dieser ganzen Sache. Ich stand da in der Arena, musste das alles navigieren und lenken, aber letzten Endes hatte jeder die Gelegenheit, in dieser Band sich einfach zu entfalten. The mirrors of life will rebound what's been done, claiming the price that is due, time after time. Aber Tides Return Forever ist schon eine gigantische Nummer. Das kam ja auch durch Jocelyn B. Smith, die ich angerufen, die ja auch in Berlin war.
die dann auch nach Hannover kam zum Einsingen. Das hat dann schon sehr geprägt, diesen Song. Es war einfach eine wunderschöne Erfahrung mit einer Band, die das so souverän umgesetzt hat. Die ganze Diskografie der Band, wenn man so will. Und die gleichzeitig auch menschlich so eine starke Harmonie hatte. Das hätte ich nicht mehr zu hoffen gewagt, dass mir das nochmal wieder erfährt. Ich habe also insbesondere das Konzert in Köln in ganz besonderer Erinnerung, weil da hat sich wirklich eine Spielfreude aufgebaut bei den Musikern und es fand einfach ein aktiver Dialog statt zwischen Publikum und auch der Band. Es ist für mich eines der besten Konzerte gewesen. Der Fanclub ist damals entstanden nach der Tides-Tour. Wir sind also ganz schön ins Schwitzen gekommen, die ganzen Berge an Fanpost zu beantworten. Und es war für mich persönlich sehr, sehr beeindruckend, wie viel Response noch da ist aus dem Fankreis und wie groß das Interesse an der Band ist, selbst nach so langer Zeit noch, nach 25 Jahren. Und wir fanden das so toll alle, dass Eloy noch mal auf Tour war und dass da so viel entstanden ist. In dem Projekt Ocean 2 sind wir integriert gewesen als Fanclub und ich natürlich dann auch in besonderem Maße. Frank hat mir die ersten Songs, Skizzen bei sich zu Hause schon vorgespielt und ich war sehr beeindruckt, in welch kurzer Zeit dieses Material entstanden ist. Thank you.
ernst sein. Das war letztendlich unsere Fortsetzung, aber so und so viele Jahre später, ne, zu Ocean. Das ist total in Ordnung. Was immer da rausgekommen wäre, wäre in Ordnung gewesen. Wir haben im Studio vieles zusammen eingespielt und man merkt diesem Album an, dass es lebt. Also man kann vieles im Vorhinein produzieren und konstruieren und am Computer machen. Und also man kriegt hervorragende Klangbilder und es ist verblüffend, was man aus so Computern rauskriegt. Aber man kann diese Live-Schwingung, die man im Studio hat, wenn man gemeinsam einspielt, das kann man nicht ersetzen mit dem Computer. Okay, wir haben ein, glaube ich, sehr gutes Album mit Ocean 2 gemacht. Also zumindest war der Tenor wirklich so, wie er besser hätte nicht sein können. Und ich sage, Jungs, das ist ein würdiger Abschluss. Lass es uns hierbei belassen. Kam es eigentlich, in erster Linie kam es dazu durch die Fans, die unermüdlich und für mich phänomenalerweise den Namen der Band auch da, wo wir 98 dann sagten, wir wollen eigentlich aufhören, immer noch weitergetragen haben, immer noch aufrechterhalten haben, immer aktuell gehalten haben. Auch ein Musiker darf mal Dankbarkeit zeigen. Und deswegen habe ich meine Kollegen angerufen und gesagt, Jungs, wir haben da noch eine Bringschuld. Weißt du, was diese unglaublich vielen Fans, was die alles für uns tun? Und die Briefe, die müsst ihr mal lesen, die ich hier kriege. Alle wünschen sich, dass wir nochmal was machen. Alle. Und es ist wirklich, also sorry, da muss ich drauf reagieren. Und die Jungs haben alle gesagt, ja, machen wir. Michael Gerlach habe ich mich vorher schon mal zweimal getroffen. Also er hatte schon eine Vorstellung von dem Material und hat auch schon so kleine Skizzen dazu gespielt. Ja, und so sitzen wir eigentlich hier, oder ich in dem Fall hier, und bastel an den Sachen rum, was natürlich sehr komfortabel ist, weil ich bekomme ja meistens eine Festplatte geschickt und da sind die Grundtracks oder die veränderten Sachen drauf. Und was ich machen muss, ich muss mir einfach nur noch meine Ideen sprießen lassen und gucken, dass ich da irgendwie einfach Sachen mache, die dann einfach auch passen und die irgendwie zum Song passen und auch zur Atmosphäre. Und das macht natürlich auch viel Spaß. Also abgesehen davon, dass es das zu machen und das für das Album einfach gut ist, macht es einfach auch super Laune. Für mich ist es wichtig, gerade bei dieser Platte, besonders wichtig, dass jeder auch bitteschön dahinter steht. Und das kann ich wirklich sagen, dass es wirklich auch so ist. Schon ein ziemlicher Marathon-Job und am Ende war ich auch noch derjenige, der das Album gemixt hat. Ich hatte dann auch zum ersten Mal die gesamte Studioverantwortung am Ende für das finale Produkt. Aber ich musste feststellen, dass es sehr viel schwieriger ist, seine eigene Musik zu mischen als die anderer, wo man eben doch eine gewisse Distanz dazu hat und nochmal einen anderen Blickwinkel. Also man braucht ein bisschen länger und
brauche auch das Urteil der anderen. Ich war immer froh, wenn dann Hannes runterkam zum Beispiel und sagte, du, Frank, geil, aber könntest du das noch ein bisschen mehr rausholen oder das noch ein bisschen mehr rausholen? Und solche Sachen, das war dann schon schön, dass man also dieses Feedback dann hatte. Reflektiere ich den Zeitgeist und meine Reaktion darauf, die bringe ich zum Ausdruck. Das ist im Grunde Visionary. Ich denke, dass man das auch spürt, was die Musiker eingebracht haben. Also es war immer ein unheimlich starkes Engagement da für die Musik und die Band halt war sehr emotional, auch im Umgang miteinander. Der Meinung, wir haben einen Haufen guter Musik hinterlassen und einen Haufen guter Konzerte meines Erachtens auch. Und die Leute, die es gehört und gesehen haben, die haben für sich was behalten. Die wichtigste Prägung sicherlich in meiner Musikerlaufbahn ist doch deutlich Eloy, deutlich. Ich möchte sie nicht missen, das war die schönste Zeit meines Lebens, na klar, weil es auch die erfolgreichste war, sicher, ja. Let self me devil's died. Ich sehe ganz einfach nur, dass ich eigentlich froh bin, dass ich das erleben konnte, dass ich in dieser Zeit im Prinzip da die Sau rauslassen konnte. Einflüsse sind ganz gut, können einen aber auch erschlagen. Und von diesen Dingen waren wir frei. Das fand ich damals sehr positiv. Ich könnte mit Frank jederzeit wieder auf die Bühne steigen. Oder mit Matze oder mit Hannes und auch mit Jim. Also kein Thema. Say, is it really true that once buried...
auch wenn wir gar keine Musik mehr machen, was ich nicht glaube. Solange wir das noch können, werden wir irgendwas immer wieder machen. Ja, ob das nun ein Eloy-Album ist, sei mal dahingestellt. Aber einfach, dass wir irgendwas zusammen machen, bin ich mir ganz sicher. Pläne mache ich keine, aber ich werde nie wieder mich 11 Jahre den Fans verschließen. So viel kann ich schon mal vorweg sagen. A power that's been neglected denied. No blossoms and roses calls out the peasant. At last the change of an era has come. But there won't be much time to rest. Nee, ist klar, so ein bisschen plakative Schnipsel. Okay, ja. Mein Urgroßvater hat bei der Freiwilligen Feuerwehr S-Tuba gespielt. Das ist meine ganze musikalische Vorgeschichte. Das war mein Bauch, was du jetzt gerade hörst. Das muss er bitte ich zu löschen. Ja, Matze, mit dem habe ich neulich telefoniert, der sagt, also mein Interview fand ich scheiße. Es läuft schon. Was, es läuft schon? Was, die Nase oder? Nein. Sitze ich noch im Bild? Hippipura, gut, aber das nur am Rande. Na, wer macht Folge Nummer 1? Es ist zu weit ausgeholt, jetzt kommt, habe ich wieder um die Ecke und so. Also 4-5 Jahre, also, nachdem die ausgetauscht sind, okay? Die Band, also wenn die manchmal da zusammensitzt, das ist schon manchmal skurril auch ein bisschen, aber irgendwie liebenswert. Ja, wenn man dann irgendwann, du guckst da irgendwann in den Magazin und dann siehst du irgendwie, du bist der Einzige, der noch einen Bart hat, das geht natürlich auch nicht, ne? Das ist vollkommen klar. Ne? Gut, Bart war damals in und gut, lange Haare genauso. Und solange man noch Haare hat, ne, dachte ich mir, kann man es auch tragen.
Ich weiß es nicht. Es ist einfach. Wie war die Frage nochmal? Stell nochmal die Frage bitte. '86 fahre ich über die Grenze mit meinem offenen SL. Ne? Und der Schweizer, der guckt. Nein! Eine Deutsche! Und ich. Schock. Was habe ich im Gepäckraum? Sie sind der Produzent von Lido, richtig? Ich sage, ja, wir haben zusammen gearbeitet. Wow! Oh, großartig. Einfach großartig. Insofern wenig sensationell, als dass niemand interessiert, dass man Frank Stiefel festgenagelt hat, beispielsweise, ne? Zum Beispiel. Ne? Um einfach mal so zu sehen oder so, ob er Humor verträgt oder nicht. Verstehst du? Ne? Das sind halt so Sachen, sowas bringt man nicht vor der Kamera. Wie das dann letztendlich geschnitten wird, ist ja euer Bier. Also ich habe da jetzt nicht den Söldner raushängen lassen, schon wenn es um meine Abrechnung ging. Das ist ja nicht mein Rückenfilm, Mensch. Ich bin ja nicht von vorne. Von vorne.